Hey und hallo zu Sims 4, der Community und Let's Player WG und wir haben Donnerstagabend um knapp 21 Uhr und ja, Kanalskandal liest meines Erachtens Kräuterkunde irgendwie und Kräuterband 1 und levelt ein bisschen. Ich würde mal gleich nachkicken. Nee, ich bin Beziehung. Jetzt ist er nämlich fertig und jetzt, ach nee, jetzt liest er hier immer noch und ich bin hier nämlich ja nicht auf ihm. Da, Kräuterkunde. 1. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht viel. Okay, wir können aber trotzdem mal in den Garten gucken raus, denn irgendwie bin ich jetzt schon ganz aufgeregt, dass die Pflanzen hier... Er hat auch nicht gegossen. Garten pflegen. Pfleg mal den Garten und dann hast du ein bisschen was zu tun und okay. Nicht, dass die Pflanzen gleich eingehen, muss ja auch nicht sein. So, Saki hat auch rumlaufen sehen und gut, für Saki wollten wir ja eigentlich mal eine Rakete kaufen. Denn Saki hat ja auch demnächst ein bisschen was zu erledigen für ihren Job. Sie muss allerdings immer noch trainieren, hat nicht begonnen damit. 17 Stunden bis zur Arbeit, sie hat noch ein bisschen Zeit. Was ist das? Muss sie morgen? Ja, sie hat heute frei oder hat frei gehabt und muss allerdings nochmal arbeiten. Okay, dann schauen wir mal. Wo bist du denn? Sag ihr Hunger. Also dafür, dass ihr abends ist. Du kannst mal verdorbenes Essen aussortieren und da gucken wir mal, wie viel überhaupt noch übrig bleibt davon. Muss mich hier selbst erstmal ein bisschen sortieren. Also das Leben ist hier richtig groß. Im Moment in Rich Woman ist in der Badewanne und amüsiert sich total. Meine Katzen drehen hier gerade völlig durch und stören mich hier hoch und na gut. Mal gucken. Was hast du da? So, hier muss wohl irgendwie ein Essen schlecht gewesen sein. Okay. So, hast du? Gericht nehmen. Okay, Saki nimmt sich ein Gericht und Yuzushi ist auch noch wach. Ihr geht es aber relativ gut und sie wird doch langsam müde. So, ist ja auch abends irgendwie kurz vor 11 jetzt inzwischen. So, da kannst du mal. Jetzt kicken wir mal schnell, was Kanalskanal macht hier mit den Pflanzen. Nichts mehr. Er ist nämlich hier vorne schon irgendwie angekommen. Wobei hat er das Buch jetzt im Inventar oder wo hat er das hingepackt? Wir müssen auch mal die Inventare leer machen. Also irgendwie, so, Band 2, Band 1. Kräuterkunde Band 1. So, da liest es nochmal, dass... Juhu, so, jetzt haben wir die nächste Beförderung, nämlich von Sunshine und, Sunshine, bist du schon da? Sunshine ist schon da. So, okay, also Beförderung zur Mixerin und Sunshine wurde befördert als Mixerin. Sie verdient 9 Simoleons mehr, macht 35 in der Stunde und hat 515 als Bonus erhalten. Ein Küchenwaschbecken Umbra. So, und da kicken wir gleich mal nach. Können wir mit dem Küchenwaschbecken irgendwas anfangen? Und wenn ja, wo ist es? So, nun würde ich gerne das Küchenwaschbecken hier gleich einbauen. Schon deswegen, weil sie es geschenkt bekommen hat. Und dann, okay, dann nehmen wir das mal weg hier. Für 60 Simoleons verkaufen wir das und dann packen wir das neue hier rein. Hat eine andere Farbe, naja. Warum geht denn das hier nicht mehr her? Gut, dann packen wir es eben da, ist es auch völlig egal, ob es nur da oder da, aber jetzt die Lampe hier drüben. Okay, jetzt passt es mit der Lampe nicht und das ist der Grund wahrscheinlich. So, jetzt haben wir hier lauter verschiedene Lampen, naja, muss halt so sein. Okay, cool Sunshine, hast du gut gemacht. Kanalskanal sitzt immer auf irgendwelchen Betten und liest. Was auch blöd ist, dass Kanalskandal irgendwie gar nicht in der Lage ist, die unbekannten Pflanzen, die unbestimmte Früchte zu bestimmen. Ich weiß auch nicht, welches Level er jetzt hat er gelevelt und gucken wir mal. Versuchen zu bestimmen. Das wäre irgendwie ganz cool, wenn du das machen könntest.
Wie lange liest du noch? Okay, wir lassen ihn lesen und schauen mal halt. So, wenn Sunshine eine Beförderung erhalten hat, dann sie setzt sich jetzt auch aufs Bett. Dann kicken wir mal, was hier mit Ivy ist. Ivy sitzt am Computer und ist leider nicht befördert worden und ja, da wird es dann irgendwie das nächste Mal. Sie muss Essen zubereiten, Mixen nicht begonnen und so weiter und so fort und das war zu tief, eine Runde. Ich wollte mal gucken, nachdem Saki jetzt irgendwie heute den Kühlschrank ausgeräumt hat. Schauen wir mal nach. Was hier so im Kühlschrank los ist. Zack, was nimmst du dir? Was zu trinken? So, mach das mal auf. Die Kühe haben auch Hunger, habe ich gerade gesehen. So viel Essen ist hier nicht mehr drin. Ne? Tofu-Burger. Okay, das ist verdorben. Das kannst du mal aufräumen. Und das kannst du auch aufräumen. Und danach kannst du... Huch. Kochen. Frühstückseierei und scheinbar gibt es da nicht irgendwie 8 Personen, bla und sowas. Gut. So, Kanalskandal geht sich mal um die Kühe kümmern. Ist er nicht? Doch, hier ist er. Was machst du hier? Mit Sunshine plaudern. Und ist nur eine Kühe. Eine Kühe. Ja, voll. Ich finde das cool, dass sie auf ihrem Bett sitzt hier, um zu essen. Und wir haben einen riesen Tisch in der Küche und ja, der wird halt nicht genutzt, ne? Zumindest gerade eben. So, hast du denn jetzt die Frucht bestimmt hier? Die unbestimmte? Ich weiß nicht, die hier war es, ne? Hat er gemacht. Heilbeere ist es geworden und okay, hier ist auch noch eine unbestimmte Frucht, die kannst du auch nochmal kicken. Versuchen sie bestimmen. Gut, machen wir mal gleich und dann gucken wir mal nach, ob er das überhaupt bringt. Nam, nam, nam. Und? Ritt ist irgendwas und giftiger Holunder. Okay, jetzt haben wir die bestimmt, dann können wir die nämlich auch einpflanzen. Kick mal hier. Hier werden die ersten Pflanzen und. Ja, voll cool. Garten pflegen haben wir doch gerade. Okay, wir pflegen nochmal. Ich bin völlig heiß drauf, dass irgendwie was wird. Und, was ist das? Was hat denn jetzt? Ein Teil für die Küche? Was soll der Quatsch? Habe ich einfach hingelegt und, du sollst den giftigen Holunder hier einpflanzen. Und nicht Teile für die Küche hinlegen. So zum Beispiel. Und dann hatten wir ja noch die Heidelbeeren. Die machen wir ohne darin. So, natürlich nicht alle 24 Holunder. Ah, er setzt sich gleich automatisch dahin und irgendwo war denn. Bin ich jetzt so durcheinander? Heidelbeeren, hier. So, zack. Nun kicken wir, ob du die Heidelbeere noch findest. Ne, hat dann nicht mehr. Pflanzen. Und danach kannst du dich gleich um die Kuh kümmern und dann ist die Kuh nämlich auch noch sozusagen erledigt. So. Saki schläft, also brauche ich jetzt um Saki mich nicht mehr kümmern, dass sie jetzt hier irgendwie rumtrainiert oder so, ist ein bisschen blöd auch. Okay, und Kanalskandal geht dann auch ins Bett, sind jetzt alle im Bett irgendwie, ne? So, Susi schläft. Nessie und ich würde auch mal kicken, wie... Gut, würdet... Nessie, wirst du das schaffen, dass du das ausschläfst dich? So, ihr habt nochmal Hunger und da kann er auch nochmal was essen gehen und danach geht dein Kanalskandal auch schlafen. So, Gericht nehmen. Und hier drüben steht nämlich das, was Ivy gekocht hat. Die Eierei. Zack, immer rein.
So, Rich Woman ist schlafen, Saki ist schlafen und Ivy ist auch schlafen und wir schicken jetzt Kanaiskanal auch ins Bett. Schlafen. Ach so. Und dann hätte er natürlich das wieder gießen müssen. Gut, na gut, okay. Wir sehen uns dann eben nachher wieder, wenn die ersten wieder aufstehen. Jo, inzwischen ist Nalina aufgestanden und früh um 5 oder kurz vor 5 und sie ist tief traurig, weil, ja, weil schnief, schnief. Manchmal kreisen wilde, verrückte Gedanken in meinem Kopf, aber gut. So ein richtiger Schriftsteller, der hat auch manchmal ein bisschen Knall und warum eigentlich auch nicht. Gut. Wenn sie so zeitig aufgestanden ist, dann wollen wir gleich mal kicken, ob sie irgendwie was mit ihrer Tagesaufgabe machen kann, denn die ist nicht begonnen und, ach Gott, sie hat 3 Tage, also sie hat 3 Tage bis zur Arbeit, sie hat richtig viel Freizeit und den Freitag, wo die meisten noch arbeiten müssen, ist egal. Gut, ich würde sagen, du setzt dich mal hier oben ran und kickst mal, ob du uns mein. Wo willst du hin? Nein! Aus! Du kannst die Kuh füttern und du kannst traurig bleiben und wie auch immer und warte mal, hier ist noch eine Kuh, wenn du eh mal dabei bist, kannst du alle Kühe füttern. Die hinten ist noch fit und schreiben. Genrebuch und wir schreiben ein trauriges Buch. Das wird ja emotionale Bücher sind bestimmt total toll. Mal gucken, ob es hier oben auch irgendwie inspiriert wird von Nessies Zugabe, was sie bekommen hat, diese Posterwand oder was auch immer. Naja. Okay, emotionale Aura, die ist aktiviert und gut. Los, Nalina, schreib uns mal ein schönes Buch und sie ist, glaube ich, auch die Einzige, die im Moment wach ist. Jawohl, sie ist inspiriert und das ist richtig toll, dann wird das Buch nämlich gut. So, all die hässlichen Pferde ist ein trauriges Buch und die hässlichen Pferde sind ein trauriges Buch. Gut. Na, kicken wir mal, was dabei rauskommt. Letztendlich hat sie doch Bücher im Inventar, die wir noch nicht abgegeben haben. Sie hat hier 3 Bücher. Das wäre natürlich ganz interessant, ob ich das jedes Mal verpasst habe. Selbst veröffentlichen. Okay, dann machst du das auch mal und was ist das hier? Sie erzählt sich selbst Gedichte. Nalina? Achso, jetzt ist vorbei. Gut, also um die Bücher müssen wir uns mal richtig kümmern, weil im Grunde habe ich das irgendwie immer versiebt. Und das muss ja dann auch nicht sein. Susi, ich habe Susi schon gesehen. Susi ist unterwegs, Rich Woman ist unterwegs und Susi muss bestimmt auch bald zur Arbeit. Berichte ausfüllen, ja, müssen wir unbedingt machen, denn sie kriegt auch eine Beförderung. Okay, dann machst du das folgendes, du gehst hier essen. Das ist scheiße, wenn ich das unterbreche. Okay, dann geh mal aufs Klo und dann können wir gucken, ob du das hinterher, hinterher essen kannst. Puh, jetzt kommen sie alle wieder auf einmal und Rich Woman ist auch unterwegs und die lassen wir auch erstmal aufessen. Okay, dann mache ich mal hier Susi. So, essen. Die Würstchen essen. Was ich jetzt hier überhaupt nicht verstehe, ist, dass du nicht aufs Klo gehst. Achso, weil hier drüben Nessie war. Dann gehst du eben danach aufs Klo und dann wirst du noch paar Berichte hier ausfüllen. So, Berichte ausfüllen, danach kannst du zur Arbeit gehen. Ich hoffe, dass das irgendwie noch klappt. Mit Rich Woman plaudern. Okay, das kannst du beim Essen tun. Ja, dann gehen wir noch gleich mal bei Rich Woman gucken, wie weit ist sie mit dem Essen? Ne, dauert noch ein bisschen und... Nessie. Nessie ist baden. Hier unten läuft Jessica. Hi, Jessie. Wo gehst du hin? Gehst du zur Arbeit? Aber es ist ein bisschen zeitig. 7.30 Uhr, um 8 Uhr und so beginnt eigentlich im Allgemeinen die Arbeit. So, jetzt bin ich zum dritten Mal auf
Rich Woman, um zu gucken, eigentlich mal, was sie so machen muss. So, Rich Woman hat auch Arbeit, sie muss um 10 erst hin und sie muss programmieren. Aber auch hier würde ich sie auch mal aufessen lassen, erstmal. So, wenn Nessie eh mal da ist, kann sie nämlich dann gleich hier aufs Klo gehen. Zack, du verwendest das mal und dann gucken wir auch bei dir mal, was du so an Tagesaufgaben. Ist eigentlich Gemälde anfertigen abgeschlossen und was hat sie eigentlich hier? 10 ausgezeichnete Gemälde. Und 4 haben wir erst gezeichnet. Naja, okay. Gut, dann kicken wir mal, ob das. So, unser Buch ist fertig. Ist das auch ausgezeichnet? Ein Meisterwerk. Warte mal, Meisterwerk würde ich jetzt hier erstmal anhängen, irgendwie. Zack. Verspieltes Gemälde. Mal sehen, was es so wird. So, Nalina. Okay, dann hau mal. Ja, du musst alle selbst veröffentlichen. Finde ich ein bisschen blöd, weil es dann nicht so viele Kohle bringt. Okay, die, die wach sind, sind jetzt alle irgendwie beschäftigt. Wo ist denn Susi eigentlich? Die sollte doch hier oben. Da ist sie. So, wenn Nalina nämlich heute frei hat, wer hat denn noch frei? Da würde ich nochmal gucken gehen. Ich bin irgendwie ein bisschen wild drauf, dass wir. Okay, das ist Susi. So, Nalina hat demzufolge frei, haben wir gesagt. Ivy muss arbeiten. Saki muss arbeiten. Und Quatsch, Rich Woman muss arbeiten. Kanal sowieso nicht. Was ist denn hier auch Arbeit? Sunshine muss arbeiten und Susi muss auch arbeiten. Okay, dann würde ich mich mit Nalina nachher, wenn sie soweit ist. Wie weit ist sie? Essen? So wichtig finde ich es gar nicht mehr im Essen. Was im Kanalskandal? Schläft der noch? Der schläft noch. Der hat noch nicht ausgeschlafen. Wenn er ausgeschlafen hat, dann fahren wir nämlich nochmal los. Irgendwie Kühe angeln oder so würde ich mal mit Nalina machen, weil im Endeffekt will ich hier hinten noch so eins oder zwei. Ja, wäre schon cool, wenn wir noch was kriegten. So einfach ist es nicht. Unser Garten macht sich richtig. Macht hier voll die Fortschritte. Nessie macht ein Meisterwerk nach dem anderen und jetzt muss ich einfach mal gucken, wie weit ist mit Malerei. Ne, da musste man natürlich auf Nessie gehen, dann sehen wir das auch. So, Mixen, Fitness, Gartenarbeit und so, Malerei. Sie ist Level 7. Wie gesagt, sie macht ein Meisterwerk nach dem anderen. Und da würde ich auch mal hier, zählt denn das auch? Das zählt auch. Also wenn es besser ist, zählt es auf alle Fälle. Cool. So, hängen wir auch dahin. So, Kanalskandal wäre total toll, wenn du langsam ausschlafen würdest, weil dann erst auch 5 verschiedene Pflanzen entwickeln. Aber das können wir dann hier mit denen irgendwie machen, die hier wachsen. Okay, ich würde trotzdem mal sagen, du kommst mal hier hoch. Das reicht jetzt. Dein Garten, der sieht arg trocken aus. Ich glaube, jetzt sind wir hier an einem Tag dreimal gucken gegangen, was denn der Garten so macht. So, pflegst du denn alle Pflanzen? Wo bist du denn? Okay, er läuft hier. Gut, Saki ist inzwischen auch wach geworden und die Reinigungskraft ist auch da. Er macht zumindest ein paar Teller weg. Ich hoffe, dass er alles wegräumt. Mal gucken, was er so schafft. Yannick. Yannick Breuer, mit dem haben wir gar keine irgendwie Beziehung oder so. Also null Balken, nicht mal grün. Ausgezeichnet. Du kannst mit der Pflanze sprechen hier inzwischen, irgendwie mal ein bisschen kurz. Mit der auch. So, gossen hast du. Genau, quatsch hier mal ein bisschen voll und dann machen wir das, was wir vorhaben. So, zeig mal, hat sie jetzt noch ein Buch irgendwie? Sie hat ja so viele Bücher.
Ist da noch was? Nee, ist nicht. Und wir wollen aber nicht, dass Susi irgendwie vergisst, zur Arbeit zu gehen, und sie vergisst es aber dann. Irgendwie vergisst sie es immer. Los, ab zur Arbeit. Kokett. Kokett zur Arbeit und gucken wir mal, was da rauskommt. Ich würde mal sagen, du nimmst dir mal ein Telefon und dann fahrt ihr mal los. Jo, mit Nalina und wir fahren irgendwo. Ja, wo fahren wir eigentlich hin? So, du wirst Nalina treffen. Das ist ja sehr lustig. Ich hätte dich gleich mitnehmen können, aber naja. Wollen wir mal nicht so sein. Und ich glaube, ich weiß, wo ich nehme. Kommt man hier ans Wasser? Ich weiß es gar nicht so genau, wo man ans Wasser kommt. Oder ach nee. Dann fahren wir hier vorne hin und hier ist nämlich dieser Baum. Und da können wir da irgendwie gucken gehen. So, wir fahren mal hier in diese Richtung. Okay, Objekte haben wir weggenommen, müssen wir aber nicht, ist nicht so schlimm. Was ich noch hier wollte. So, du kannst dich nur kurz mit ihr unterhalten. Wie, könnt ihr beide darüber gehen? Guck mal, sie kommt da raus, aber interessiert uns eigentlich gar nicht. So, zusammen angeln gehen und das machen wir jetzt nämlich so. Da war der Part heute nicht besonders übermäßig spannend. Ja gut, große Unternehmungen haben wir nicht gemacht, aber es war auch ganz wichtig, dass wir uns mal um den Garten kümmern, um unsere Sims und so weiter und so fort. Gut, schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst euch gut gehen. Tschüss.